Servus Assassin's Creed Freunde, wir schauen uns heute eine neue Montur an, die im Februar neu ins Spiel reingekommen ist mit dem New Game Plus Modus. Seit Mitte Februar kann man sich diese geile Montur freischalten. Man muss hier den New Game Plus Modus spielen und abschließen. Und am Schluss als Belohnung bekommt man hier diese neue Montur raus. Ich finde sie selber richtig geil. Der Helm ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich selber würde ihn ausblenden. Dann sieht diese Rüstung wirklich richtig fett aus. Großes Dankeschön hier an den Sven, der mir hier die Bilder und das Videomaterial zur Verfügung gestellt hat. Hier könnt ihr die Montur jetzt nochmal etwas genauer sehen. Die Brust finde ich gerade richtig geil mit diesen zwei Streifen, die sich in der Mitte dann treffen. Dann die Arme mit diesen hellen Anteilen am Ellenbogen, finde ich, sieht wirklich nicht schlecht aus. Ist eine richtig geile Montur. Das Einzige, was mir nicht so schön gefällt, ist der Helm, dass die Maske nicht übers komplette Gesicht geht, sondern nur zur Hälfte, dass man den Mund halt vom Bike sieht. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich würde auf jeden Fall diese Maske ausblenden, dann sieht es hier schon richtig geil aus. Finde ich eine coole neue Montur, die hier im Spiel ist. Es ist keine abgewandelte Montur, sondern wirklich eine komplett neue, die hier ins Spiel reingekommen ist. Hier seht ihr jetzt noch ein bisschen Action-Gameplay in der Arena mit der neuen Montur. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Er spielt hier mit dem Gladio-Schwert, eins der besten Schwerter hier im Spiel. Man muss hier aber schon sagen, dass dieses Schwert bald abgelöst wird. Gegen ein anderes Schwert, das neue Anubis-Set, kommt ab Dienstag dann raus, den 6. März. Und wenn wir dieses Schwert haben, ist das nochmal ein Tick besser wie das Gladio-Schwert. Freut mich auf jeden Fall, dass halt auch hier ja kostenlose Inhalte ins Spiel kommen, die dann teilweise stärker sind wie irgendwas, was natürlich kostet. Allgemein muss man sagen, muss hier das hoch anrechnen, Ubisoft, dass die so viel Zeug auch ins Spiel reinbringen. Andere Publisher machen das nicht oder andere Entwickler, das ist hier schon richtig cool. Auch das am Anfang, es gibt zwar immer wieder Zusatzinhalte, wo Geld kosten, wie zum Beispiel am Anfang hat das Gladius-Schwert auch Geld gekostet, aber einen Monat später ist es dann in den Hackathon drin und man kann es kostenlos bekommen. Finde ich auf jeden Fall richtig geil von Ubisoft, dass sie sowas machen und halt auch jedes Mal neuen Content, jede Woche gibt es neuen Content für uns, dass das Spiel hier einfach am Leben bleibt. Und was auch sehr schön ist, es kommen natürlich hier noch mehr DLC raus, auch nach dem Curse of the Pharaohs. Da bin ich auch gespannt, was wir dort sehen werden. Wie gesagt, wenn ihr diese neue Montur freischalten wollt, müsst ihr den New Game Plus Modus abschließen und als Belohnung bekommt ihr hier dann diese schöne Montur raus. Das war es soweit mit dem Video. Ich würde mich über ein Like freuen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, wer mehr sehen will, abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch hier viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.